Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind aktuell hier in Top Town unterwegs und im letzten Part haben uns hier die Shy Guys besucht. Die sind nämlich gerade hier in der Stadt unterwegs und klauen überall Sachen. Und wir haben jetzt den Hinweis bekommen, dass hier dieses Haus normalerweise leer steht und aber in letzter Zeit viele Geräusche mitbekommen wurden. Dementsprechend hüpfen wir hier mal rein und gucken mal, was hier los ist. Hier gibt es doch bestimmt irgendeinen Geheimgang, oder? Oder hier so ein... Aha. Oh nein, es ist Mario. Schnell weg. Soll ich ihm jetzt hinterher, oder? Oh nein, es ist Mario. Okay, die kommt jetzt hier random rein. Ich muss mich bestimmt unsichtbar machen. Wäre jetzt so meine Idee, oder? Guck mal, jetzt kommt er rein. Er sieht mich nicht. Tü. Er spielt das mit Musik. Da. Jawohl, doppelte Wand. Ist das cool? Okay. Und wir wechseln wieder auf Gumbario. Aktuell haben wir den neuen Orden drin, mit dem wir wechseln und angreifen können. Das ist super nützlich. Was ist denn hier los? Ist das eine Geschenkbox? Hallo, was ist in der Geschenkbox drin? Eine Spielzeugkiste. Was da wohl drin ist? Ah, okay. Das ist die Spielzeug. Was? Gehen wir jetzt direkt ins nächste Level rein? Kapitel 4. Tatsächlich. Spiel mit dem Zeug. Hahaha. Hey, ich hätte ja gar keine Chance, mich richtig vorzubereiten. Direkt ins nächste Kapitel rein. Krass. Okay, es geht einmal hier lang. Nö. Oh Gott. Zack. Und... Ja, toll. Das war ja ein toller erster Angriff. Egal. Okay, wir haben einen Shy Guy als Gegner. Wir scannen mal. Let's go. Das ist ein Shy Guy. Das sind regelrechte, tu-nicht-gute, richtige Schlingel. Maximale KP 7, Angriffskraft 2... Geht ja voll klar eigentlich. Manchmal setzen sie akrobatische Attacken ein, die über eine Angriffskraft von 3 verfügen, okay? Wer weiß schon, was in diesem Störenfried vorgeht. Ich glaube zwar, dass sie gefährlich sind, alles in allem aber eher harmlos. Okay. Ja, das kann man ja erstmal so hinnehmen. Haben wir denn aktuell... Wir haben keinen Flächenangriff. Das stört mich gerade ein bisschen, dass wir keinen Flächenangriff haben. Ich glaube, das würde ich tatsächlich dann erstmal wieder rausnehmen und würde vielleicht irgendwie auf den Flächenangriff gehen. Weil aktuell haben wir halt nicht so richtig was Cooles für einen Flächenangriff. Ja, ich mache erstmal Power Dots auf den. So, 6 Schaden. Geblockt, Junge. No. Okay, lässt sich eigentlich relativ gut blocken, muss ich sagen. Wie viele Angriffe hatten die? 3? Ne, 2. Aber manchmal auch mehr, ne? Hatte ich jetzt so richtig verstanden. So. Aber wir können ja jetzt... Wir können jetzt tauschen, ne? Mitglied wechseln. Zum Beispiel... Koopa. Miau. Und er kann trotzdem noch angreifen. Das ist so gut. Okay, wir machen mal... einen Powerpanzer. Bam, bam, bam. Macht nur 3 Schaden. Ich glaube, dann würde ich doch eher wieder Richtung Bombette gehen. Weil die macht dann 6 Schaden. Obwohl mir das ja auch nicht so viel bringt. So, dann mache ich hier nochmal einen Hyper drauf. Na toll. Wie schlecht. Das Gute ist, wir sind bei Level Up, ne? Dann können wir uns neuen Orden rein tun. Die Geräusche. So, ich mache jetzt einen Sprung auf ihn hier hinten drauf. So, Doppeljump und dann müsste unser Koopa den anderen eigentlich zerlegen, oder? Zack. Das reicht ja vollkommen. Wir haben 6 Punkte. Ein Kampf noch, Leute. Ich glaube zumindest einen Kampf noch, dann sind wir Level Up. Das freut mich sehr. So, da kriegen wir hier ein paar Sachen. So, aber ich möchte eigentlich erstmal hier mit den Leuten reden, glaube ich. Bevor ich hier weitergehe. Wir können auch einfach easy wieder aus der Spielzeugkiste rausgehen, auf jeden Fall.
Zack. Hallo, Leute, was los? Oh, ich arbeite hier am Blauen Bahnhof. Aber seit hier keine Züge mehr fahren, bin ich mehr oder weniger arbeitslos. Okay. Und du? Willkommen im Blauen Bahnhof. Leider können wir dich nicht zu einer der anderen Haltestellen befördern. Zwar haben wir den Bahnhof, die Schienen und all das Zeugs, aber leider haben wir keinen Zug. Okay. Das ist traurig. So, ich kann auch nach rechts gehen, ja. Okay, aber wir haben jetzt angefangen, links zu gehen. Mehr ist hier aber auch aktuell nicht. Aber ist das so gewollt? Ist es. Sind die Scheigeis jetzt alle hier reingegangen? War oben noch irgendwas anderes? Weil ich finde es gerade irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass wir einfach so ins nächste Level gestoßen sind. Hier geht's doch aber auch noch weiter, oder? Sind hier vielleicht auch Scheigeis noch? Was ist das hier für ein Clubhaus? Aha. Voll die Bar. Oder müssen wir jetzt echt in der Spielzeugkiste erst, Hier geht's nicht weiter, okay. Weil irgendwie war ich jetzt der Meinung, wir müssen eigentlich vielleicht erstmal ein paar von denen verkloppen. Aber. Und dann bekommen wir die ganzen Gegenstände zurück. Aber irgendwie, ja, ist es halt nicht so, ne? Einfach mal alle Zeit. Der kleine Zerbleißwort. Oh, wo ist diese Fuzzipide? Vielleicht hat ihn ein Fisch gefressen. Was ein Pech. Okay. Okay, scheint mir nicht so. Na, dann gehen wir wieder rein. Sorry, Leute. Ich wollte nur noch mal nachgucken. Ich, wollte jetzt halt nicht irgendwie was verpassen. Weil den Leuten wurde doch hier alles gestohlen, ne? Und wir gehen jetzt einfach so ins nächste Level rein. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt irgendwie. Aber gut. Akzeptieren wir das mal so. So. Na komm, wir machen den jetzt mal schnell. Wir machen ihn schnell fertig. Zack. Weil, dann sind wir Level up. Und Leben oder... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir machen. So, Mitglied wechseln. Wir nehmen Bombette, Junge. Und dann wird richtig reingeknallt. So. Einmal richtig mit der Powerbombe. Bam, Alter. Jawolski. Und dann bräuchte Mario jetzt irgendwie noch einen Flächenangriff eigentlich. Das wäre ganz cool. Zack. Wunderbar. Jetzt müssen wir einmal blocken. Oh. Das war scheinbar ein akrobatischer Angriff. So. Leute, dann sind wir Level up. Leben, Ordenpunkte. Ich glaube, ich nehm Leben. Ich glaube, ich nehme das Leben. Wir sind sowieso erstmal full healed. Ah, BP ist halt auch geil, ne? Ah. Ordenpunkte sind halt auch immer cool. Wir nehmen trotzdem KP. Wir nehmen mal KP. Ordenpunkte haben wir jetzt halt richtig viele bekommen. Das ist ein Black Shy Guy. Pass auf, ich will mal ganz kurz Orden. Powersprung. Der Powersprung verbraucht 2 BP. Den Power Douts würde ich jetzt, glaube ich, mal rausnehmen. Ich würde gern Erdbeben reinnehmen. Und den Multisprung, oder? Ich glaube, die zwei hätte ich gerne erstmal drinne. 2 Items einsetzen. Fokuskommando lädt die Sternenergie mehr auf. Kampfrausch. Befindet sich Mario in Gefahr, erhöht sich seine Angriffskraft. Wenn Vorsicht geboten ist, gehen gegnerische Angriffe öfter daneben. Protektor schützt Mario vor Vergiftung und Verwirrung. Ja, nee. Ich glaube, ich würde den Doppelsprung oder den Mehrfachsprung, Multisprung, genau. Werde ich mitnehmen. Ja. Da haben wir ein paar Flächenangriffe. Das ist doch ganz... Ach, mit dem kann ich reden. Hi. Was willst du? Halt dich von der Schatzkiste fern, Kumpel. Sie gehört mir. Leg dich nicht mit mir an. Du willst kämpfen? Hast einen Knall? Gegen mich hast du keine Chance, Junge. Bist du sicher, dass du kämpfen willst? Wie? Nur du willst, ich nehme jede Herausforderung an. Von das Herzchen. Jetzt geht's rund, Kumpel.
und sag nicht, ich hätte dich gewarnt. Bossfight oder was? So. Mitglied wechseln, das ist ja das Geile jetzt, ne? Das können wir jetzt einfach, ist egal, wen wir ausgerüstet haben, wir können einfach wechseln und können... Anti-Shy-Guy. Das ist Anti-Guy. Seine Attacken sind so stark, dass man ihn auch Vernichtungs-Guy nennt. Maximale KP... Was? 50, Angriffskraft 10, Verteidigung 0. Wenn er eine akrobatische Attacke ausführt, beträgt seine Angriffskraft 12, also versuche ihn auszuweichen. Dieser Kerl ist knallhart, also nimm ihn nicht auf die leichte Schulter. Alter, was? Übertreib. Toll! Jetzt kriege ich dich aufs Maul, oder wie? Okay, Powersprung. So, 6 Schaden. Boah, ich habe das geblockt, ne? Hab trotzdem 10 Schaden bekommen. Okay, pass auf, ich habe aber eine Idee. Theoretisch können wir das so mit dem Geist sehr gut machen, oder? Einfach immer unsichtbar machen. So, Mitglied wechseln. Buh. Und dann machen wir Fähigkeiten unsichtbar. So, und jetzt weiche ich einfach aus seinem Angriff immer aus. Weil der ist halt ziemlich stark. Und Mario jumpt drauf mit einem Powersprung. Oh. Shit. Ja, geil. Alter, warum ist er so stark? Ich bin gleich tot. Okay, war das eine gute Idee, das zu machen? Das war überhaupt keine gute Idee, ne? Sternsturm macht 7 Schaden. Wiegenlied. Schläfert ein Gegner mit einem saftigen Wiegenlied ein. Ob das klappt? Okay. Scheinbar muss ich danach immer eine Runde aussetzen mit ihr. Kann das sein? Okay, Powersprung. 6 Schaden. So, jetzt mache ich unsichtbar. So, sein Angriff geht jetzt daneben. Jetzt darf Mario einmal angreifen, danach ist er aber dran. So, und ich muss mich jetzt... Ja, jetzt ist sie nämlich eine Runde geblockt. Alter Falter, was? Jetzt mache ich nochmal Tarngel auf mich selber. Problem ist... Wie lange bin ich jetzt getarnt? Gute Frage. Ich mach mal Erfrischung. Oder ich mach mal Wiegenlied. Komm, ich probier mal, ob ich den einschläfern kann. Vielleicht wäre auch der Minisprung eine Idee gewesen gegen den. Komm schon, bitte schlaf ein. Okay, 2 Runden ist nicht viel. Aber zumindest besser als nix, ne? So, und dem gebe ich jetzt eine saftige Ohrfeige. Fünf Schaden, Junge. So, jetzt bin ich aber wieder sichtbar. Sichtbar und bald tot. So, Powersprung. Mario springt mit voller Kraft auf seinen Gegner. 6 Schaden. So, dann wieder Ohrfeige. Bam, 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 bam. So, er lebt wieder. Powersprung. 6 Schaden. Und sie ist dran. Ohrfeige. Bam, 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 bam. Tschüss, Junge. Gut. Boah, das war knapp. Alter Falter. Das hätte auch voll in die Hose gehen können, aber wir haben ihn bezwungen. Okay. Jo, der war übel. Kraft plus Orden. Erhöht Sprung und Hammerangriffskraft um 1.
Oh, der kostet aber bestimmt viel, oder? Warte mal. Ich meine, an sich ist das richtig cool. Gerade für so Flächenangriffe. Denke ich mal. Wo ist denn der? Oh, hier. Sechs Ordenpunkte kostet der. Oh. Das ist halt schon übel. Aber wir haben halt mehr Angriff, ne? Schnellwechsel. Ja, Leute. An sich saugeil. Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Ausweicher. Ich habe jetzt halt 0 Ordenpunkte und ich brauche 6, um den anderen zu wählen. Das könnte ich theoretisch wegmachen. Aber das bringt mir jetzt auch keine krassen Punkte. Erstmal muss ich mich heilen. Wenn ich jetzt weitergehe, gibt es hier irgendwas zum Heilen? Nö, da ist nur... Was zur Hölle passiert hier? Also mir fehlt aktuell irgendwie ein bisschen was zum Heilen. Was ist denn, wenn ich mal nach rechts gehe? Sieht das da anders aus? Sieht das da aus, als ob ich da mich heilen könnte? Warum haben wir hier eigentlich nichts zum Heilen? Das ärgert mich gerade irgendwie. War das jetzt klug, hier lang zu gehen? Kriege ich jetzt einen Bossfight? Ja. Perfekt, Mario hasst dieses Zeug. Wenn er es findet, wird er sicher umkehren. aber eigentlich sieht das nicht gerade etwa nach etwas aus, vor dem Mario Angst hätte. Ich frage mich, ob man Peach Warden trauen kann. Aber egal, König Bowser hat es befohlen. Und er ist der Boss. Sehr gut, danke. Ich brauche den Pilz. Da muss ich nämlich nicht raus... Ja, toll. Nützt mir gerade alles nichts. Ich muss erstmal raus, Leute. Hilft mir nichts. Ich muss mich heilen. Sonst bin ich gleich tot. Ist halt einfach so. Ich frage mich halt immer noch, warum... ich hätte halt gerne erstmal den Leuten ihr Zeug zurückgebracht. Wir sind jetzt halt einfach so reingeworfen worden in Kapitel 4. Der schon wieder. Was halt echt super merkwürdig ist. So, ich brauche auf jeden Fall erstmal eine Heilung. Und der verkauft mir ja auch nichts, ne? Bei dem hätte ich jetzt schön mein Geld ausgeben können, hätte mir ein paar Orten noch kaufen können. Aber geht gerade alles nicht. Wir heilen uns mal schnell. Weg da, mein Bett. Geh raus aus meinem Bett. Verpiesel dich. So. Jetzt, wo die Shy Guys weg sind, kannst du einkehren. Möchtest du dich ausruhen? Ja, bitte. Unbedingt. Und ich glaube, ich gehe auch nochmal in den Laden und werde mir ein... Keine Ahnung, was zum Heilen mitnehmen. Weil scheinbar kann ich ja aktuell mich nirgendwo so richtig gut heilen. Und jedes Mal hierher latschen will ich auch nicht. Bam. Der Typ ist halt auch wieder da, ne? Bei dem wir das letzte Mal unsere Sachen verbessert haben. Also unsere Werte. Mehr oder weniger. Ist halt auch so eine Frage. Soll ich mit dem nochmal reden? Hat das jetzt krass was gebracht? Ja, er hier. Auf jeden Fall wurde uns Leben abgezogen. Ich weiß noch nicht, wie viel. Das ist halt die gute Frage. Achso, warte. Ich wollte noch in den Shop rein. Mal kurz gucken, ob wir was Schönes kaufen können. Hier ein bisschen Healing. Ja. Kaufen wir einmal. Ansonsten... Ja, Lagerschüssel, ich weiß. Ach so, ich kann nichts lagern und nichts verkaufen und nichts. Ah, okay, ich kann nur kaufen. Mann, ist das nervig. Kann ja gar nichts machen hier. So, dann gehen wir hier wieder rein. Und ab wieder in die Spielzeugkiste. Aber Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich weiß, war ein ziemliches Hin und Her. Aber das Game ist halt blind. Manchmal ist das halt so. Ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir weiter nach links
Da haben wir jetzt einmal angefangen. Deswegen machen wir da jetzt auch weiter. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Viel Spaß und wieder einschalten. Ja, mit den anderen Projekten. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.